Jetzt weiß ich, warum niemand das Wasser oben hingestellt hat, das rutscht runter. So, ich habe mich schon gewundert, warum Thomas Gebauer kein Wasser getrunken hat. Er hat gesagt, er hatte keine Zeit. Das steht ein Stockwerk tiefer, das sieht auch nicht gut aus. So, meine Damen und Herren, ich möchte mich bedanken, das macht man so erstens bei meinen Vorrednern, besonders bei Thomas Gebauer, der nicht nur der Laudator ist, sondern auch mein Freund. Bei Franco Coali möchte ich mich besonders bedanken. Das war eine Idee meiner Frau und unser Wunsch, dass er hier spielt. Er hat auch noch nebenbei, glaube ich, noch zwei Akkordeonorchester und wir freuen uns, dass er es aber ganz alleine gemacht hat heute. Und ich finde das Instrument auch genau... Ja, können Sie machen. Ja. Er weiß jetzt nicht, warum... Ich habe mich bei dir bedankt, Franco, ich konnte jetzt nicht wissen, war es gerade draußen. Das Stück, was er danach spielen wird, wir haben gar nicht drüber gesprochen, ist eigentlich ideal, finde ich, als Abschluss, weil es ist ein Stück von Astor Piazzolla, glaube ich, und wir reden hier über Weltschmerz und Lebensfreude, ob man das unter den Hut bringen kann oder nicht, und ich glaube, es gibt kein Instrument, das so ein- und ausatmet, Lebensfreude und Weltschmerz gleichzeitig, wie das Akkordeon. Ich glaube, es ist genau das Richtige. Und dann noch Astor Piazzolla, das wird uns, glaube ich, emotional den Rest geben. Ich möchte mich natürlich auch bei der Frommen Gesellschaft, bei der Jury bedanken für diese Wahl, an der ich nicht rummachen will. Das ist bei Begründungen immer so, glaube ich, dass man immer das ein paar Nummern größer formulieren muss, damit es die Leute glauben. Ich will da nicht drauf eingehen. Ich möchte mich noch bei einer Person bedanken, bei der ich mich noch nie bedankt habe, weil das meistens nicht geht. Dieser Person verdanken Sie sehr viel, ohne es zu wissen. Die hat an der Qualität meiner Texte maßgeblich beigetragen, bei vielen Texten schlimme Auswüchse verhindert und manche Texte noch gerettet, sodass sie anschließend nicht nur brauchbar, sondern auch gut waren. Und wenn ich nicht mehr weiter wusste, dann ging es auch noch auf den letzten Drücker, das ist nämlich meine Frau. Ich möchte mich entschuldigen noch bei Herrn Funk, weil ich ihm noch ein paar graue Haare gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich mit dem Text nicht rausgerückt habe. Nein, es gehört sich nicht. Ich weiß, es gehört sich einfach nicht. Ja, der Bart, jetzt tun Sie nicht so. Oben haben Sie nachgedunkelt, aber der Bart ist grau. Ich bin ja froh, wenn die nicht von mir sind, die grauen Haare, aber ich habe es arg übertrieben. Ich habe ihm heute Mittag erst den Text geschickt. Nicht, weil er so gut geworden ist, sondern weil ich etwas versucht habe, was gar nicht geht. Ich wollte als Dombrowski irgendwo zwischen Noam Chomsky, Richard Sennett, Karl Marx, Erich Fromm und Sigmund Freud ihnen eine ganz große Lecture bieten. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich es nicht kann. Ich bin auch deswegen froh, weil die Lecture ist eigentlich gehalten, wenn Sie mich fragen. Denn das, was Thomas Gebauer gemacht hat, ist mehr als eine Laudatio. Das war eigentlich die Lecture, wofür ich dir besonders dankbar bin, Thomas. Dass du mir diese Arbeit abgenommen hast, so hätte ich es eh nicht hingekriegt. So. Jetzt, nachdem der Preis übergeben ist und allen gedankt, könnten wir zum gemütlichen Teil des Übergehens, Teil des Abends gehen. Aber es steht auf dem Plan und es ist auch die Erwartung, dass der Preisträger, das ist ja eine Tradition bei Ihnen mittlerweile, dass der Preisträger eine Kostprobe dessen bietet, was ihn preiswürdig gemacht hat. Ann-Sophie Mutter hat Ihnen letztes Jahr was gegeigt an der Stelle, vermute ich. Konstantin Wecker wird Ihnen was gesungen haben. Beide Kulturtechniken stehen mir nicht zur Verfügung. Mir bleibt also gar nichts anderes übrig, als Ihnen was vorzutragen. Und da ist dann immer, womit ich mich mehr gerne beschäftige mittlerweile zwanghaft, was sind denn die Erwartungen? Und die enttäusche ich sehr gerne. Die offenen Türen einrennen ist langweilig und unproduktiv. Ich bin in der letzten Woche bei den Interviews zu diesem Preis zweimal gefragt worden, ob heute Abend mit einem kleinen Eklat zu rechnen sei. Das war eine ernsthafte Frage. Können wir uns über eine Kostprobe Ihres Zorns freuen? Also dahinter lauert nämlich bei den professionellen Fragern eben auch, sollen wir einen O-Ton mitnehmen? Lohnt sich, dass wir kommen und bleiben, bis Sie gesprochen haben? Ja. Das ist, für die Medienpräsenz der Frommen Gesellschaft wäre das gar nicht schlecht. Ja? Und müsste auch mal irgendwie in die Zeitung kommen. Und wenn der Dombrowski, meine Figur Dombrowski, hier das Rumpelstilzchen geben würde, mit gewürzt, ein paar Verbalinjurien, hätte ich bestimmt hingekriegt. Es hätte für eine Zeitungsmeldung gereicht. Ich hätte das Ansehen Fromms nicht direkt
beeinträchtigt und dann wären alle wahrscheinlich zufrieden gewesen. Aber eben auch meine Figur Dombrowski arbeitet gern gegen die Erwartungen der Zuschauer und in dem Fall ist die einfachste Methode, er kommt nicht. Er tritt einfach gar nicht auf. Und es gibt noch einen zweiten Grund für mich persönlich. Ich muss ihn langsam, so ganz langsam, ein bisschen davor in Schutz nehmen, dass er zu einer bestellbaren Krawallschachtel verkommt. Wenn Sie jetzt an Arnulf Baring denken, haben Sie mich richtig verstanden. Ich bin übrigens auch schon mal aufgehört, ob ich nicht mit Arnulf Baring auftreten will. Ja, in einer Talkshow, da wären dann zwei Krawallschachteln zusammen gewesen. Also, das kommt zu. Sie müssen also einen kleinen Vortrag von mir hören. Das wird den Unterhaltungswert des Beitrages etwas schmälern, aber ich bewerbe mich ja auch nicht um den Preis, den haben Sie mir ja schon gegeben. Ich bin also relativ unabhängig. So, etwas zur Sache, meine Damen und Herren. Die Jury lobt, ich zitiere es nochmal, weil es mir wichtig war, Sie haben es schon zweimal gehört, in seinen Bühnenauftritten bilden Ohnmacht und Menschenwürde eine ganz einmalige Mischung. Ich möchte diese Einmaligkeit relativieren, indem ich Sie einbeziehe. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen sich dem Humanismus im Geiste von Fromm mehr oder weniger verbunden fühlen. Und damit sind wir uns nämlich auch in einer Mischung aus Ohnmacht und Menschenwürde verbunden und nicht nur in der Menschenwürde. Über die Menschenwürde haben wir eine Menge gehört. Gott sei Dank aus berufenem Mund von Thomas Gebauer. Das wäre zum Beispiel die Stelle des Abends gewesen, wo er schon hätte schief gehen können. Da wäre die Feierlichkeit schnell am Ende gewesen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich mal vor, gar nicht so abwegig, glaube ich. Die Schirmherrin war schon mal Jutta Limbach. Die hat übrigens über den Zorn gesprochen, wenn ich das noch erwähnen darf. Leider vom falschen Publikum in München zur Eröffnung des Opernfestivals. Ja, das war. Da über den Zorn der Bürger zu sprechen, das ist Perlen vor die Säue geworfen. Also was recht ist. Und dann übrigens nochmal vielen Dank, dass Sie sie zitiert haben. Diesen Unterschied zwischen Zorn und Wut. Es ist tatsächlich so, dass in den Zeitungen mit Hartnäckigkeit von den Wutbürgern sehr gerne im Zusammenhang mit Stuttgart 21 geschrieben wird. Und das ist eine gezielte Beleidigung. Es ist keine Unachtsamkeit. Ja. Das ist. Das ist einer der Versuche, von denen Thomas gesprochen hat, in die Luft über den Stammtischen ein ganz bestimmtes Klima zu erzeugen. Und dazu benutzt man dann den Ausdruck Wutbürger, um die Leute zu diffamieren, die keine Wutbürger sind. Vielen Dank für den, obwohl Sie es hinterher zweimal gesagt haben, ne? Ja, ja, hätten Sie es relativieren können. Aber von Ihnen kam der Hinweis und mir ist dann eingefallen, Jutta Limbach hätte ich auch, ich habe das gelesen, eine wunderschöne Rede, aber vor Opernpublikum. Also. Ja, also jetzt nochmal zurück. Der Abend hätte schief gehen können auf folgende Art und Weise. Jutta Limbach war schon mal Schirmherrin. Es hätte doch sein können, dass einer aus dem Vorstand der Erich-Fromm-Gesellschaft vor Jahren beim Bundespräsidialamt angefragt hätte, ob vielleicht die Möglichkeit bestünde, dass der Herr Bundespräsident die Schirmherrschaft übernimmt oder eine Rede hält. Jetzt stellen Sie sich mal vor, das hätte da ewig rumgelegen. Irgendwann einer hätte gesagt, ach, das können wir doch machen. Und Christian Wulff wäre noch im Amt, meine Damen und Herren. Christian Wulff hätte aus dem Stegreif, wäre er in der Lage gewesen, 5 Minuten über die Menschenwürde zu schwadronieren. Mithilfe eines Ghostwriters hätte er noch den Bogen zu Erich Fromm geschlagen und dessen Werk gerühmt. Er, Christian Wulff, der Prototyp des Haben-Wollen, aber Nicht-Sein. Der hätte hier eine Rede über die Menschenwürde gehalten und über den Preis, der im Namen Erich Fromms vergeben wird. Was wäre passiert, frage ich mich. Ich habe mich wirklich gefragt. Also wenn er es bis hierher geschafft hätte ans Pult. Ja, gut, jetzt aber. Wie hat das Publikum reagiert? Jetzt Fremdschämen, Kopfschütteln? Meine Lieblingsvorstellung, ich sag's Ihnen. Jemand in der ersten Reihe wäre es bei Wulffs Rede so schlecht geworden, so speiübel, dass er sich vor den Füßen des Bundespräsidenten erbrochen hätte. Diese Szene, 10 Minuten später bei YouTube, anschließend im Facebook, ja, und tags drauf überall Seite 1 überregional und die Taz mit dem Aufmacher Erbrochenes in aller Munde. Ja. Also, so eine. Da hätten Sie eigentlich was Falsches gemacht, aber eine irre Resonanz gehabt als Erich Fromm Gesellschaft. So, gut. Lassen wir das. Meine Schadenfreude beim Ausdenken einer solchen Szene ist, wenn ich ehrlich bin, eigentlich im Grunde Ausdruck meiner Ohnmacht. Und da